Herzlich willkommen zur nächsten Folge der UEFA Euro 2016 mit Frankreich, heute gegen Island. Und da wollen wir mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Haut gerne auf jeden Fall die Daumen nach oben raus. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und jetzt gucken wir mal, wie es heute weitergeht. Spannung steigt auf jeden Fall. Und wir gucken mal. Türk Telekom Arena. Okay. Türk Telekom. Das ist so original. In Frankreich. Ist da eine Türk Telekom Arena? Weiß ich echt nicht. Keine Ahnung. Oder es wurde hier einfach... Nee, es ist ein türkisches Stadion. Was auch sonst. Sehen wir ja auch im Logo. Lief wahrscheinlich daran... Weiß ich nicht woran. Keine Ahnung. Wahrscheinlich durch den Patch, den ich hier habe oder so. Keine Ahnung. Dass das hier so ein bisschen verändert ist. Ich glaube, in der ungepatchten Edition hat man das Ganze so nicht. Da hat man... Ich glaube, die französischen Stadien... Ich denke es mir zumindest. Läuft Pogba durch. Ah. Daneben. Mann. Den musst du doch reinmachen. Ah, der hätte so richtig reinbremsen müssen. So richtig hart. Sigurdsson. Ja, den habe ich schon mehrfach gezogen. Ich habe auch schon länger... kein Panini-Pack-Opening mehr gemacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, meine Spieler zu kategorisieren, also einzutragen in eine Liste und so weiter, wen ich schon alles habe und so weiter und so fort. Das wollte ich halt auch noch machen. Ah, gut gesehen. Damit ich auch so Tauschangebote und so ein Kram machen kann, hä? Ah, oh! Ins Gesicht. Und das gibt die Ecke. Gnocchbier. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. So. Machen wir das mal so, ne? Ne. Das ist schön. Das ist gut. Oh. Der Versuch war es auf jeden Fall wert. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hätte vielleicht nochmal gucken können, ob wir da nochmal zurückziehen oder irgendwie so ein Späßchen. Aber mit den Fake-Shots komme ich halt bei PS nicht so gut zurecht. Die sind hier ein bisschen anders. Oh. Was war das für ein interessanter Pass? Oh! Hat der Keeper nochmal einen rausgeholt. Das war gar nicht so geplant. Jetzt kommt Island, jetzt kommen sie. Oh, oh, oh. Sehr gut. Wunderbar. Nimm mir meinen eigenen Mann den Ball weg. So ein Spacken, ey. Okay. Ich wollte ihn eigentlich hier in die Mitte spielen. Oh nein! Was macht er? Wieso nimmt er den nicht einfach? Wieso fängt er den nicht? Oder behält ihn an sich? Was? Was? Was für ein Fail? Er springt da extra hin. Er bleibt stehen. Statt durchzulaufen, schmeißt sich nicht direkt drauf. Und dann muss er den da wegtätscheln. Wäre nicht stehen geblieben. Mann, 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 Mann. Okay. Gut. Es soll hier nicht das Irland-Debakel sozusagen wiederholt werden. Wir haben bisher zwar sehr viele Chancen gehabt. Nein. Verdammt, Mann. Ich habe noch nie geluft im PS, also hier mit PS 16. Muss mal gucken, wie man das eigentlich macht. Ich habe eben gerade so ein bisschen einen Lupfer gemacht, weil ich vermutlich wechseln wollte den Spieler. So.
denke mal, es wird genauso wie der Lupfpass sein, ne? Ja! Ich war mir nicht sicher, ob ich schon feiern darf oder nicht, weil er so ein bisschen gezögert hat und dann dachte ich, oh, geht das Ding rein, geht das Ding rein? Gucken wir uns das hier an. Oh Mann, da holen sie uns den Ball. Und jetzt kommt er von hinten. Damit hat er nicht gerechnet. Jetzt haben wir hier die Mega-Position frei. Der muss einfach ins lange Eck. Oh, wunderschön angezwirbelt. Super gemacht. Huiuiui, das 1:1. Der Ausgleich. Na, finally. Also, jetzt ist es noch ein bisschen spannender als die letzte Partie. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. Hätte nicht unbedingt sein müssen, eben gerade das Tor von Island. Ist das Island gerade? Ja, Island spielen wir, ne? Dadurch, dass es halt so ein komisches Tor war. So. Aber es ist alles gut, es ist alles gut. Es steht 1:1. Junge, 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 Junge! Huiuiui. Wieso ne? Was da an das? Was wo? Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Okay. Oh, den hat er. Gut. Wenigstens einmal. Alter Schwede. Und erste Hälfte vorbei. 1:1. Oh, Manometer. Also Island macht uns das Leben schon ein bisschen schwieriger. Okay. Okay. Ja, wir müssen jetzt einfach dranbleiben und am besten Tore schießen, ne? Ich habe nachgeguckt vorhin, Tore-Schützen-Rangliste sozusagen. Von der deutschen Mannschaft ist Schweinsteiger am besten platziert mit 3 Toren, genau wie Ronaldo. Ah! Zu ungenau. Wir haben 3 Spieler da oben, die glaube ich jeweils 3 auch haben. Boah, was? Und ich meine, der Beste hat nur 4 Tore. Das heißt, es ist alles dicht beieinander. Also, alles noch machbar. Torjäger und so weiter. Wer hat eben gerade das Tor dann gemacht? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, liegt er? Ja. Okay. Ja, was ist hier los? Ich habe das nicht so richtig kontrolliert, was ich da hingemacht habe. Ich glaube, Giroud war es, ne? Damit müsste er sogar mit 4 Toren dabei sein. Junge, du hast den doch schon vor dir. Okay. Paul Pogba. Anspielstation unten. Okay. Oh, warten! Was? Wie? Wo? Ecke? Der flutscht dann nochmal weg, weil wir doch da irgendwie durchgekommen sind. Da ist keiner. Oh. Das ist ein guter Konter. Da ist richtig gut. Der kann nur nicht mehr. Okay, Varane ist noch frisch. Oh. Kein Foul. Da sind sie durch. Leck mir fett. Ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass die Spieler nicht gewechselt bekommen. Oh. Ja, Mandanda. Okay. Alles klar. Ich treffe hier nicht mehr die Leute. Wir werden langsam ein bisschen nervös und das ist gut. 1:1 aktuell. Junge, Junge, Junge.
74 Minuten. Ja. Gut gemacht. Den Ball da abgelaufen, nur leider konnten wir daraus nichts machen. Hä? Abseits. Ja, okay. Aber hier auf dich voran. Okay. Sehr schön. Nein. Nein. Spiel, Spiel, schneller. Oh, ich krieg den nicht weg. Ich krieg ihn einfach nicht weg. Ja, den habe ich ein bisschen von hinten umgesenzt. Auch da, da die Grätsche nur von hinten. Und das sieht nicht gut aus. Wundergut. Oh Junge, er steht doch direkt neben dir. Spiel doch auf den. Okay. Kein Abseits. Oh, ich dachte schon, meine Fresse. Uiuiuiuiui. Voll auf Mann, meine Güte. Aber der Nachschuss ist drin. Und da war ich im Überlegen, ist das Abseits oder nicht? Spiel einfach. Und das war der Mega-Konter. Oh. Ja, verdammt schlecht gespielt. Da kann der Keeper auch nicht mehr viel machen. Oh, shit. Strategie. Okay, ich sehe, Konoplia kann einfach nicht mehr. Das heißt, Caballé oder Sissoko. Wollen wir mal Caballé eine Chance geben? Machen wir mal. Sonst noch wäre Pogba. Ja, dann holen wir da mal Sissoko. Und ansonsten... brauchen wir eher in der Verteidigung ein bisschen frische, ne? Das heißt, ich guck mal hier nach ihm. Sanja raus. Jalet, wie auch immer er heißt. Jalet. Rein. Da wird einmal komplett durchgewechselt. Gut, Jungs. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen defensiv bleiben. Einfach gut aufpassen. Schießt ihn komplett daneben, ey. Oh, so kurz hintereinander. Zwei Tore. Mann, 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 Mann. Düm, 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 düm. Ich spiele mal die Musik ein, die ich sonst nicht abspielen darf. Super. Alles klar. Wahnsinn, das hier so gut wie in der Nachspielzeit. Das ist bitter für Island. Die haben so hart gekämpft und auch gar nicht schlecht gespielt. Ne? Das muss man ja auch anerkennen. Ich komme nicht hinterher. Nein. Nein. Bitte nicht noch ein Ding. Bitte, bitte, bitte nicht. Nein, 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 nein. Ah. Nee, nee, nicht mit mir. Okay. Also es war schon sehr knapp. Da sind sie ausgeschieden, die Isländer. Wir kommen weiter, aber richtig, richtig eng. Super. 9-7 Schüsse. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Ja. Wieder Giroud, bester Mann. Hat aber auch zwei Tore, glaube ich, geschossen und gemacht in einem Geschmack. Ukraine-Türkei 4-0. Wow, Ukraine kommt so weit. Krass. Slowakei-Belgien. Belgien schon wieder weiter. Deutschland-Spanien. Spanien ist raus. Spanien ist weiter. Deutschland ist raus. Das heißt, Spanien ist unser nächster Gegner. Spanien ist unser nächster Gegner. Oh, verdammte Axt.
Und auf der anderen Seite Belgien gegen Ukraine. Okay. Okay. Das wird schwierig. Dann noch einmal Information, Wettbewerbsinformationen. Torjäger. 5 und 4 Tore. Lacazette und Giroud. Super. Martial mit 3 Toren auf Platz 5. Spanien mit Morata. 4 Tore. Es sieht so aus, als hätte Morata nicht getroffen. Ich meine, der war eben auch schon auf, also mit 4 Toren dabei. Yilmaz hat auch 4 Tore. Sehr krass. In Deutschland ist raus. Schweini da, Platz 5. Wunderbar. Vorlagen haben wir Griezmann 3, Pogba 2 und dann der Rest an Leute. Okay, super. Finde ich in Ordnung. Ach, was sind die Regeln? Ich muss mal kurz gucken. 4 drittplatzierte Teams der einzelnen Gruppen erreichen ebenfalls die nächste Runde. 4 drittplatzierte. Es gibt ja 6 Gruppen, ne? Okay, über die Ligatabelle. Die Tabellen werden entschieden durch. Ach, hier sind alle Regeln. Super. Erstens durch Punkte. Punkte aus Kopf-an-Kopf-Ergebnissen zwischen relevanten Mannschaften, Tordifferenz in Kopf-an-Kopf-Ergebnissen in relevanten Mannschaften, erzielte Tore, Tordifferenz, erzielte Tore. Okay, ich verstehe es echt nicht, es tut mir leid, aber okay. Aber das ist ja nicht so wild, was soll der Geiz, ist ja egal. Dann geht's nächstes Mal weiter, Halbfinale, Spanien gegen Frankreich, ich freue mich, macht es gut, bis zur nächsten Folge.